Oh Mama, bitte, 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 kannst du mir das nicht vorlesen? Also, ich habe nur noch einen Wunsch in meinem Leben, also für heute Abend, dass du mir das hier vorliest, bitte. Ich möchte das auch unbedingt. Kannst du das jetzt bitte vorlesen? Ich bin schon ganz gespannt, was da passiert ist. Also gut, also ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, jetzt noch vorm Schlafengehen solche Gruselgeschichten zu hören, aber na gut. Also die Ghostbusters, die haben letzte Nacht wieder zahlreiche Geister hier in Playmobil City gejagt. Wow! Unter anderem auch ein Bibliotheksgeist. Mhm. Und auf dem Friedhof waren sie auch. Gruselig. Ugh. Oh Mann, das war aber eine spannende Geschichte. Jetzt bin ich aber müde und diese Geschichte stand in der Zeitung und nicht in einem Buch. Naja, Emma, kannst du dich bitte jetzt in dein Bett legen? Bitte, ich will jetzt schlafen hier in Ruhe. Ja, ist ja gut, ich gehe jetzt schon. Komm, Emma, ich bring dich ins Bett. Ich wünsche dir ganz, ganz süße Träume. Und hoffentlich träumst du nicht von diesen schaurigen Ghostbusters. Oh, ich werde sicherlich richtig gut schlafen können. Ich hoffe, wenn ich groß bin, werde ich auch so ein Geisterjäger. Also, das war wirklich das letzte Mal, dass ich aus der Tageszeitung vorgelesen habe. Eine furchtbarere Gute-Nacht-Geschichte gibt's überhaupt nicht. Monster, Zombies, was auch immer. Och, nee, gar nichts für mich. Och, ich werde jetzt einfach ins Bett gehen. Martin, schläfst du schon? Ach, bestimmt. Hm? Hör ich da etwa das Telefon klingeln? Das wird auch nicht schon mein nächster Auftrag wieder sein. Und ich dachte, ich hätte heute frei. Oh Mann, ich komme ja schon. Mitten in der Nacht rufen die hier zu Hause bei mir an. Das gibt's doch nicht. Hallo, Emma Vogel, Geisterjäger? Hm? Nein, ich habe heute keinen Dienst. Mit dem Geist müssen Sie schon selber fertig werden. Ich komme frühestens morgen erst. Ja, ja. Man hat wirklich nicht eine freie Minute für sich als Geisterjäger. Ständig rufen irgendwelche Leute an und wollen was von einem. Ich kann das gar nicht leiden. So, jetzt aber wieder zurück ins Bett. Das habe ich mir wirklich verdient. Ich schlafe hier überhaupt nicht nachts. Ich muss immer arbeiten. Hab ich einen Kohldampf? Hm? Was war das für ein komisches Geräusch? Hä? Das gibt's doch wohl nicht. Ich hab frei und jetzt habe ich so ein Monster hier bei mir in der Küche. Oh, diese Nacht kann nicht schlimmer werden. Ich werde ganz kurz mein Werkzeug holen. Das Geisterviech muss ich unbedingt bekämpfen. Oh, ist das schwer. Ich hätte mal ein bisschen besser Armbrot essen sollen. Ich kann das kaum tragen. Warte auf mich, Geist. Ich komme. Hm, wo ist es denn jetzt hin? Eben gerade warst du noch hier. Oh, diese lästigen Geister. Eine Schleimspur von der Küche ins Wohnzimmer. Ich kann mir schon denken, wo das Monster hin ist. Boah, ist das dreist. Sitz auch noch bei uns auf dem Sofa. Hey, du, was machst du da? Na, warte, du. Stehen geblieben. Ja, ich wollte mich doch nur eine Minute mal entspannen. Was ist das denn? Hey, wo willst du hin? Oh, jetzt muss ich auch noch mit meinem Protonenstrahler die Treppe rauf. Treppe rauf, Treppe runter. Oh, ich muss unbedingt Mama und Papa schützen. Dieser Geist ist jetzt in ihrem Bett. Komm sofort raus da. Oh, was für eine anstrengende Verfolgungsjagd. Jetzt bleib doch endlich mal stehen. Wo willst du denn hin? Ja, ich bin sowas von müde. Kannst du mich nicht in Ruhe lassen? Jetzt legt sich der Geist auch noch in Julians Bett. Wenn ich dich erwische, du bist sowas von dran. Martin, hast du das auch gehört, diesen Krach? Martin, ich hätte schwören können, da hat doch jemand gerade den Staubsauger angeschmissen. Es ist mitten in der Nacht. Emma, was tust du denn da? Hey, warum hast du einen Staubsauger in der Hand? Na, warte, du Geist. Was wird das hier? Ich werde dich mit meinem Protonenstrahler bekämpfen. Mama, Hilfe, Hilfe. Ich bin doch kein Staub oder so. Mama, Emma will mich hier so einsaugen. Bitte hilf mir. Was ist hier denn los, Kinder? Habt ihr mal auf die Uhr geschaut? Es ist mitten in der Nacht. So, und der Staubsauger, der kommt jetzt erstmal aus. Ich weiß gar nicht, was du dir dabei gedacht hast, Emma. Oh, jetzt werde ich auch noch hier an meiner Arbeit gehindert. Wie soll ich das denn schaffen ohne meinen Protonenstrahler? Macht's doch alleine. Was? Protonenstrahler? Emma, was ist denn nur los mit dir? Hey, Mama, ich weiß, glaube ich, was mit Emma los ist. Wirklich? Also das ist gerade nicht Emma. Sondern? Ich glaube, Emma ist eine Geisterjägerin gerade und sie dachte, glaube ich, dass ich ein Geist bin oder so. Aber was für ein Geist denn? Der Geist, der ist ganz gefräßig. Der war erst in der Küche und hat den Kühlschrank geplündert und dann hat er auch noch den Fernseher angestellt. Das lasse ich doch nicht zu. Ich wohne hier. Hey, jetzt musst du nicht persönlich werden. Ich war immer nur kurz im Kühlschrank und wollte mir was zu essen holen und mehr auch nicht. Also ich verstehe gar nicht, was dein Problem ist. Also, ich als Geisterjägerin habe jetzt meine Aufgabe erfüllt. Der Geist ist zwar nicht gefangen, aber das ist nicht mein Problem. Ich habe frei. Oh, was schon wieder für eine anstrengende Nacht. Ich kann niemals durchatmen. So ein Geisterjäger ist immer auf Trab. Ach, Julian, ich glaube, die Gute-Nacht-Geschichte war doch nicht so gut. Und Emma hat sich da total reingefunden in die Geisterjäger-Geschichte. Ich hoffe, sie hat dir nicht einen allzu großen Schrecken eingejagt. Nö. Ich werde jetzt erstmal diesen Staubsauger hier verstecken. Nicht, dass sie nochmal auf die Idee kommt, den mitten in der Nacht anzuwerfen. So ein Lärm. Also irgendwie war das ein bisschen lustig, aber ich hatte auch... Wow, ich glaube, ich hatte noch nie so viel Angst vor Emma.
wie so ein kleines Monster. Oh Mann, ich sollte mich schnell hinlegen. Oh, klasse, wie soll ich denn jetzt noch schlafen? Oh Mann, nicht, dass sie gleich schon wieder mit dem Staubsauger kommt. Darauf habe ich jetzt gar keine Lust. Oh, die ist bestimmt am Schlafwandeln oder irgendwie sowas. Oh Mann. Oh, ich glaube, ich werde lieber nochmal nach den beiden sehen. Ich denke, jetzt schlafen sie wirklich ziemlich fest. Ach, Gott sei Dank. Also, Emma hat wirklich einen Vogel. Es ist mitten in der Nacht. Ich glaube, 3 Uhr. Ach, also, ich gehe jetzt wieder schlafen.